Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir die Presseberichterstattung der letzten Wochen unvoreingenommen noch einmal vor unser geistiges Auge nehmen, wenn wir uns aber anschauen, und ich glaube, da ist es nicht nur mir so gegangen, sondern auch den allermeisten in diesem Hause, wenn wir uns einmal anschauen, über welche Themen wir in den letzten Wochen geredet haben, sei es untereinander, sei es mit der Bevölkerung, dann kommen wir sehr schnell zu dem Schluss, es kann für diese aktuelle Stunde hier und heute in diesem Haus nur ein Thema geben, und das ist das Thema Koalitionsvertrag in Berlin, das ist das Thema Auswirkungen dieses Koalitionsvertrages auf das Land Mecklenburg-Vorpommern. Meine Damen und Herren, dass diese Entscheidung so eindeutig und so alternativlos ist, hat natürlich nicht nur etwas mit der öffentlichen Meinung zu tun, sondern auch mit der Sache selbst. Ein Koalitionsvertrag, der auf der Bundesebene verabschiedet wird, ein Koalitionsvertrag für die Arbeit der Bundesregierung der nächsten 4 Jahre, er hat, selbst wenn nicht alle Formulierungen sehr eindeutig sind, er hat die Funktion von, ich sage es mal, Leitplanken für die Politik im Bund für die nächsten 4 Jahre und hat damit massive Auswirkungen auf die Situation in Deutschland insgesamt, auf das Leben der Menschen in unserem Land und selbstverständlich auch auf unser Land Mecklenburg-Vorpommern und die Menschen bei uns. Von daher kann es, denke ich, kein anderes Thema geben. Dieser Koalitionsvertrag liegt nun vor. Selbstverständlich ist er, wenn 2 oder wenn wir genau sind, ja sogar 3 Parteien einen solchen Vertrag aushandeln, ein Kompromiss. Und 2, CDU und CSU, haben mit ihren Gremien ja bereits zugestimmt. Der Mitgliederentscheid der SPD, wie Sie wissen, läuft. Lieber Kollege Kokert, ein Zwischenstand in dem Sinne, dass wir schon einige Umschläge aufgemacht hätten und gezählt hätten, den gibt es selbstverständlich nicht. Aber ich bin ziemlich sicher, dass wir in unserer Partei eine Mehrheit für diesen Vertrag haben werden. Ich bin vor allen Dingen auch sicher, dass es gut ist und dass es sinnvoll ist, dass die SPD diesen Weg gegangen ist, für diese für die SPD nicht einfache Entscheidung, die Mitglieder unmittelbar zu fragen. Das ist ein Stück gelebte innerparteiliche Demokratie. Und ich bin ganz sicher, das wird für die Zukunft auch Maßstäbe setzen, auch für andere Parteien. Wenn mir die Bemerkung gestattet sei, auch wenn sie sich nicht auf Mecklenburg-Vorpommern bezieht, ich bin zum Beispiel sehr gespannt, ob die Grünen im Bundesland Hessen den Mut haben werden, eine mögliche Koalition mit der CDU ihren eigenen Mitgliedern zu einem Mitgliederentscheid vorzulegen und ob dort die gleiche innerparteiliche Demokratie herrschen wird. Das finde ich schon eine sehr spannende Entwicklung. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie uns nach Mecklenburg-Vorpommern zurückkommen. Dieser Vertrag, der dort in Berlin ausgehandelt worden ist, ist, ich sagte es bereits, von erheblicher Bedeutung auch für unser Land. Aber spannend ist ja auch, dass eine Reihe von Persönlichkeiten aus unserem Land bei der Aushandlung dieses Vertrags unmittelbar beteiligt waren. Mehrere Regierungsmitglieder, an der Spitze Ministerpräsident Sellering, haben unmittelbar mitverhandelt. Und ich bin sicher, ob es nun Erwin Sellering war oder Lorenz Kaffier, Manuela Schwesig oder Till Backhaus, sie haben hier natürlich auch für ihre Parteien verhandelt, sie haben aber auch für das Land Mecklenburg-Vorpommern verhandelt und sie haben die Positionen und die Interessen unseres Landes in diese Verhandlungen mit eingebracht. Und ich denke, dafür gebührt Ihnen unser Dank. Und wenn dies so ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann halte ich es für selbstverständlich, dass wir bei der nächsten Gelegenheit, und das ist diese Landtagssitzung, das ist diese aktuelle Stunde, Gelegenheit geben, dass Sie hier berichten über diese Verhandlungen und über das, was in diesen Verhandlungen erreicht worden ist. Auch dieses ist eine Selbstverständlichkeit. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dieser Landtag und die Öffentlichkeit in Mecklenburg-Vorpommern hat einen Anspruch darauf, dass es einen solchen Bericht gibt. Und genau dies stellen wir hier und heute sicher. Und wenn ich dann am gestrigen Tage in einer Pressemitteilung lesen muss, das Ganze sei ja so wörtlich Schauspielereien, lieber Kollege Ritter, dann weiß ich nicht, wie man zu einer solchen Einschätzung kommen kann. Ich glaube, das disqualifiziert sich selbst. Das ist eine Position des Neides, selber nicht dabei sein zu können.
Und ich. Ja, und wenn wir beim Taschentuch und bei den Tränen sind, lieber Kollege Ritter, das kleinkarierte Gezeter, das ich da gestern habe lesen müssen, ob Erwin Sellering jetzt als Ministerpräsident oder als SPD-Abgeordneter spricht, ich glaube, es geht völlig an der Sache vorbei, sondern wichtig ist, dass hier der Ministerpräsident des Landes Mecklenburg-Vorpommern, unser Ministerpräsident, spricht und dass er uns berichtet, was in diesem Vertrag steht. Und das Gezeter über die Rolle, ob als Ministerpräsident, als Regierungsmitglied oder als Abgeordneter, ist völlig neben der Sache. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Ritter, da wäre ich gern mal dankbar, was Sie damit meinen mit dem Schmierentheater. Wenn Sie diesen Landtag meinen, dann finde ich, sollte ein PGF einer demokratischen Fraktion da in seiner Wortwahl vielleicht doch ein bisschen vorsichtiger und ein bisschen sachlicher sein. Aber Sie werden sich dann nicht unbedingt wundern müssen, wenn wir Ihre Äußerungen auch entsprechend werten. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben einen Vertrag vorliegen, der sicherlich aus verschiedener politischer Richtung unterschiedlich bewertet wird, an dem es sicherlich auch die ein oder andere Kritik gibt, auch das ist bekannt, der aber, und davon bin ich überzeugt, für Mecklenburg-Vorpommern nicht nur große Auswirkungen hat, sondern in vielen Punkten auch positive Auswirkungen auf unser Land haben wird, der für unser Land eine Reihe von Verbesserungen mit sich bringen wird. Und deswegen war und ist es richtig, dass wir dies zum Gegenstand der Aktuellen Stunde gemacht haben, einer Aktuellen Stunde, in deren Kern der Bericht des Ministerpräsidenten über diesen Vertrag steht. Und ich freue mich darauf und erwarte ihn jetzt und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.